herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ich zeige heute den brutalen Grafik- und Wettermod von Kass aus dem STS-Forum. Ganz, was mir sehr Spaß gemacht hat. Ich habe den jetzt mal gestern ausgiebig getestet. Über 2,5 Stunden bin ich mal gefahren. Und ich werde euch das dann gleich zeigen anhand von diesen kleinen Tests jetzt. Allein schon was Wetter betrifft. Das ist die absolute Hölle. Ich habe schon viel gesehen, aber da zieht es echt Socken aus. Warum? Das zeige ich euch gleich. Was jetzt hier natürlich auffällt. Wir fangen mal einfach peu à peu an. Das heißt, komplette Lichteffekte wurden hier verändert. Ich habe jetzt mal übrigens den Traffic ausgelassen, dass ich ein bisschen so ein bisschen frei fahren kann. Und man sieht hier auch diese, ich will nicht sagen Spurrillen, aber diese Fahrrillen einfach. Ne? Diese schwarzen Streifen, die man hier auf der Straße sieht, die hast du ja original nicht. Also das heißt, wir haben ja diesen Straßenbelag ein bisschen verändert. Sieht richtig gut aus. Auch die Wolken sehen richtig stark aus. Wir werden uns das gleich auch noch anschauen im Nachtmodus. Nicht im Nacktmodus, nein, im Nachtmodus, meine Damen und Herren. Ne? Nicht, dass es falsch versteht. Ansonsten die Bäume, Gras, alles, was ihr so sehen könnt. Das sieht richtig, richtig schick aus. Ich zoome mal hier ein bisschen raus, dass ihr das einfach mal sehen könnt, ne? Wie das hier so dargestellt ist. Ne? Richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir mal hier, weil wir jetzt gerade am Wasser waren. Wir kommen jetzt auch ein sehr spannendes Thema. Pass mal auf hier, wenn ich hier schon bloß mal hier so stehen bleibe, guckt mal euch das Wasser an. Ich mache mal mit der Flycam, da kann man es vielleicht am besten zeigen hier, warte mal hier. Guckt euch mal das Wasser an. Das ist schon eine ganz, ganz andere Hausnummer wie das, was wir von STS kennen, ist auch klar, ne? Das sieht schon richtig, richtig gut aus hier. Toll, ne? Müsste da innen sein. Genau, also sehr schöne Wasserqualität hier. Also wird wirklich sehr gut dargestellt. Sehr real, ne? Kannst sagen, was du willst, aber das sieht richtig, richtig schick aus. Wenn du hier vorbeifährst, guckt euch das an. Mega, oder? Das ist schon richtig gut. Vor allem, wenn du in Skandinavien bist oder irgendwo am Hafen bist, das sieht auf alle Fälle richtig, richtig schick aus. Jetzt pass auf, ich zeige euch jetzt mal den Modus im, weil jetzt haben wir gerade, wir machen jetzt was, 23 Uhr? So. Jetzt seht ihr hier praktisch die ganzen, da, der Mond zum Beispiel. Kann ich den jetzt irgendwie so, da kann ich den ein bisschen ranzoomen, ne? So, da ist jetzt mal der Mond, gerade dass er so durch den Spiegel durchpasst hier. Wir haben verschiedene Mondvarianten hier, muss man auch sagen. Wir haben einen Halbmond, wir haben in dem Fall jetzt hier einen Vollmond. Da ist dann auch ein bisschen heller hier am Himmel. Man sieht auch die Sterne richtig gut. Hier ein bisschen dunkler, da natürlich ein bisschen heller aufgrund des Mondes. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Es wirkt im Video nicht ganz so gut wie in wenn ihr das im Spiel nutzt. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Das sind wirklich zwei Welten, muss man auch sagen. Also wenn du hier im Spiel bist, sieht es noch ein bisschen besser aus, wie wahrscheinlich ihr das im Video erkennen könnt. Aber das ist richtig, richtig großes Kino. So, jetzt pass mal auf. Ich mache jetzt nochmal Folgendes. Und jetzt wird es nämlich haarsträubend. Wir haben nämlich Folgendes. Wir haben natürlich hier auch einen Wettermod integriert. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ins Menü und zeige euch jetzt mal, wenn ich unter Gameplay gehe und ich mache jetzt mal Regen. Ich habe es gestern gemacht. Ich danke übrigens an Tom nochmal an die Info. Wenn ich die Regenwahrscheinlichkeit volle Palette mache, ihr werdet gleich sehen, ich sehe einen Scheiß. Wir haben auch noch Aquaplaning. Es ist wirklich Aquaplaning. Das heißt, du fährst hier auf der Bahn, sagen wir mal, du fährst deine 80 km/h, fährst so links um die Kurve, wie auch immer, dann wirst du sehen, dass du so noch links lenkst, aber du nicht mehr richtig lenken kannst. Das ist dieses Aquaplaning, was hier mit integriert worden ist. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir haben jetzt natürlich noch strahlenden Sonnenschein. Ich werde das jetzt mal ein bisschen zeitlich, ein bisschen noch hochpushen. Wir haben es jetzt 11.11 Uhr. Wir machen jetzt mal 12 Uhr Mittag. Ja, jetzt wird schon, haben wir schon andere Wolkenszenarien da. Hier übrigens, ne, dass man es auch mal sehen kann. Hier, wir haben verschiedene Wolken dann da. Sieht alles ganz schick aus. Jetzt machen wir mal 13 Uhr. Irgendwann müsste man anfangen zu jauchen. Immer noch nicht. Warum auf 15 Uhr? Oh, jetzt geht's los. So. Und ich hatte gestern, ich habe es mir schon gerade volle Palette gestellt. Mal Licht anmachen, dass wir was sehen. Und ich hatte auf einmal nichts mehr gesehen. Und mir ist gesagt worden, wenn du diese Regenwahrscheinlichkeit auf volle Palette machst, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann siehst du irgendwann nichts mehr. Es wird sowas von diesig einfach, will ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Dass du denkst, Alter, ich sehe nichts mehr. Wo fahre ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn eigentlich noch fahren? Und wenn du dann auch noch deinen Traffic erhöhst, sagen wir mal auf 8 oder auf 10, weil ihr sagt, oh, ich will ein bisschen mehr Verkehr haben oder so, dann musst du sowas von aufpassen, weil das wirklich sehr gefährlich ist. So, ich bin jetzt hier mit der Außenkamera. Ihr seht, ja, oder, warte mal hier. Hier, ich lenke gerade rechts. Alter Verwalter. Das ist dieses Aquaplaning, was ich vorher schon erwähnt habe. Und du siehst
Guck mal, ich sehe nicht mal die Schilder mehr hier. Ich weiß nicht, was da steht. Das ist das Brutale. Guck mal, es ist wie Nebel. Ich sehe gar nichts. Wenn ich so fahre, du siehst nichts. Ne? Gerade, dass ich meinen LKW noch sehe. Wenn ich jetzt hier mit Traffic fahren würde, ich wäre verloren. Ganz ehrlich, ich wäre sowas von verloren. Also da müsst ihr vielleicht in dem Fall ein bisschen aufpassen. Hier, ach, da geht's nach Rosenheim. Bist du dann hier in München, wäre es dann links in dem Fall. Und müsstest da fast schon mit Fernlicht fahren. Aber bringt dir auch nichts. Also Fernlicht bringt dir hier gar nichts. Und wie gesagt, Aquaplaning ist dabei. Wir haben jetzt hier so diese Kurve, wie man es im Navi sehen kann. Passt mal auf. Oder ich zeige euch das gleich vielleicht nochmal im anderen, wenn ich diesen Nebel nochmal ein bisschen runterstelle, weil das ist einfach zu extrem. Du kannst so nicht fahren. Jetzt pass auf, ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Also, Regenwahrscheinlichkeit, volle Palette, dann ist es genau so. Geh mal ein bisschen zurück. Dann wirst du sehen, der Nebel oder dieses Diesige wird weniger dann. Das löst sich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen. Wir drehen übrigens die Reifen durch, ne? Aufgrund von Aquaplaning. Das heißt hier, wenn ich jetzt hier fahren möchte, weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Ja, da drehe ich die Achse durch hinten. Das ist wie auf Schmierseife hier. Also die Reifen drehen dann durch dieses Aquaplaning. Und ich zeige euch das dann gleich nochmal. Jetzt muss ich mal kurz, ob man hier schon was sehen kann. Ich sehe nämlich noch gar nichts, das dauert ein bisschen. Nürnberg, Aachen, also wir müssen geradeaus weiterfahren. Und wenn ich jetzt dann hier um die Kurve fahre, da vorne kommt, wir sind jetzt hier auf A99, Autobahn Ring, München. Oder was wir machen? Ich mache mal nochmal einen, pass auf, wie spät ist es jetzt? 15:49. Ja, komm, wir lassen es einfach, das war schon. Ich zeige euch das jetzt einfach mal anhand dieser Kurvenfahrt. Ich mache es auf Fahrt 60, ich fahre jetzt 70. Wir haben drei Spuren. So, ich versuche jetzt mal, ich muss jetzt natürlich. Oh, Alter, hier ist ja Unfall, Alter. Ich habe nichts gesehen. Guck mal. Du bist hier voll am Lenken. Guck mal hier. Und der LKW ist aber wirklich sehr. Guck mal, normalerweise, wenn du. Das ist dieses Aquaplaning, was ich gesagt habe. Ich zeige euch das vielleicht gleich nochmal. Also, es ist wie auf Schmierseife. Pass mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben jetzt. Nee, machen wir 17 Uhr. So, wie immer noch so viel Nebel hier. Und es blitzt und donnert wie die Hölle. Also gestern war es so, da war der Nebel auf alle Fälle ein bisschen weniger dann auf einmal. Ich habe jetzt hier, ich muss doch vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben. Gameplay, muss ich doch nochmal gucken hier, pass mal auf. Stellen wir es nochmal weiter zurück. Auf alle Fälle ist bei mir dann weniger geworden. Dann war dieses Diesige weg und es hat einfach trotzdem noch geregnet und gejaucht und keine Ahnung und alles drum und dran. Das war gestern trotzdem noch da. Ich kann auch übrigens mal das ganze Blitzgedöns hier mal zeigen. Ja, das ist auf alle Fälle sehr grell und sehr hell hier, ne? Aber dieses. Wo bin man hier jetzt? Ich sehe wieder nichts. Du siehst ja einen Scheiß, Alter, nachts. München West. Du brauchst auf alle Fälle, musst du fahren mit Navi. Fährst du ohne Navi, bist du verloren. Es ist auf alle Fälle eine ganz andere Hausnummer. Ich habe es persönlich im echten Leben noch nie gehabt, dass ich auf der Autobahn unterwegs war. Mit Nebel in dieser Kategorie und Regen. Oder so, die sich. Also habe ich so noch nie gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehabt habt. Dürft ihr gerne kommentieren. Ich habe es so noch nicht gehabt. Es ist auf alle Fälle wirklich krass. Ich werde jetzt trotzdem nochmal. Also Bremsen hier ist wirklich nicht leicht. Du hast einen sehr langen Bremsweg. Ich versuche es jetzt nochmal abzuändern. Warte mal auf 12 Uhr Mittag. Ja, jetzt haben wir es. Genau, so sieht es dann aus. Jetzt sind wir richtig. Dass irgendwann geht dieses Riesige auch mal weg. Aber Reifen drehen trotzdem noch durch hier beim F2000. Ah, die 600 PS machen sich bemerkbar. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier in dieser Kurvenfahrt. So, jetzt passt mal auf. Also, ich würde jetzt mal. Ja, seht ihr das? Normalerweise, wenn der Regen weg wäre, ich würde normalerweise einen Schlenker machen vom anderen Stern. Guck mal hier. Ich weiß gar nicht, ob man es von außen gut sehen kann. Seht ihr das? Wo meine Reifen hinlenken? Hier. Alter, Alter. Der schöne F2000. Oh nee, ich war blöd. Das ist das mit diesem Aquaplaning gemeint. Also das heißt, ihr müsst hier wirklich dezent aufpassen, wie ihr fahrt. Es ist sehr alles verzögert hier, ne? Seht ihr selber, ne? Also da vielleicht aufpassen, wenn ihr da unterwegs seid. Ne? Jetzt wird es wieder ein bisschen diesig. Im Nebel. Es ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal kommt er, manchmal geht er weg. Ob es hört auf zu regnen, kann es sein.
Ja, doch. Es hört auf zu regnen jetzt in dem Fall. Aber der Nebel bleibt trotzdem. Zumindest geht er langsam weg, ne? Oder es regnet einfach nur weniger. Sagen wir es einfach mal so. Ja, dann hast du halt einfach nur Nebel da. Aber trotzdem musst du aufpassen, wo du fährst, wie du fährst. Vorausschauen, ganz wichtig. Aber ansonsten ein richtig guter Mod hier. Anhand der ganzen Lichtverhältnisse, alles, was da so mit dabei ist, ist nicht schlecht. Klar, wir haben hier natürlich eine, ich glaube, 3,8 GB ist der Mod groß. Das ist schon auch eine Hausnummer, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Das heißt, für den einen oder anderen, oder man kann auch sagen, sagen wir es mal anders, ich mache jetzt mal das aus. Gerade für, wenn du einen PC zu Hause hast, der vielleicht nicht so gut ist, kann sein, dass du hier und da FPS-Einbrüche hast. Gerade bei Regen, bei dem ganzen Nebel und dem ganzen Gedöns, wenn du vielleicht mit viel Verkehr fährst, ist es nicht so einfach, da vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sieht das hier alles richtig, richtig gut aus. Ne? Die ganzen Bäume, Gras, alles, was so dazugehört, alles ein bisschen kräftiger, so will ich es einfach mal sagen. Ne? Also richtig toller Mod. Probiert es einfach mal aus. Ich packe euch das alles unten in die Beschreibung rein. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Vor allem auch die Straßen sehen ein bisschen anders aus, alles was so dazu gehört hier. Ne? Wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren, entweder hier oder im STS-Forum. Link dazu, alles in der Beschreibung. Lasst einen Däumeling da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.